Diese Szene aus der dritten Minute verdeutlicht das ganze Manko dieser Mannheimer Mannschaft. Im ersten Überzahlspiel rennen die Adler in einen Konter, den die Ingolstädter zum 1:1 abschließen. Schon in München zwei Tage zuvor hatten sie ein solches Gegentor bekommen. Am Powerplay erkennt man den Zustand einer Mannschaft. Das ist eine alte Eishockey-Binsenweisheit. Demnach ist dieses Team derzeit ohne jegliches Selbstvertrauen. Ich glaube, ich kann davon sprechen, dass unser Powerplay an diesem Wochenende nach dem München-Spiel und heute ganz unten angekommen ist. Das Powerplay funktioniert nicht, weil die Spieler sich nicht bemühen. Die arbeiten sehr hart daran, leider ohne Erfolg. Ich trage die gesamte Verantwortung für das Powerplay und dafür, dass es nicht funktioniert. Harold Kreis, wie es nun mal sein Charakter ist, er stellt sich immer schützend vor seine Jungs, die beinahe noch ein zweites Tor bei eigener Überzahl bekommen hätten. Die Powerplay-Quote liegt mittlerweile bei unterirdischen 11,8%. Gegen Ingolstadt hatten sie sechsmal die Möglichkeit, mit einem Mann mehr einen Treffer zu erzielen, ohne Erfolg. Wir haben leider schon wieder heute das Potenzial oder die Möglichkeiten, ein oder andere Powerplay-Toren zu schießen. Auf richtigen Momenten und fehlt die Killer-Instinkt. Aber es ist, wir müssen, ich glaube, alle 21 Spieler, was auf dem Spielbogen steht, wir müssen mehr zusammenspielen und mehr härter, mehr konsequent. Der Druck auf Trainer Harold Kreis wird nach 4 Niederlagen in Folge immer größer. Schon nach dem frühen Playoff aus letzte Saison gab es viele kritische Stimmen, die jetzt noch lauter werden und den vorzeitigen Abschied der Mannheimer Eishockey-Legende fordern. Erstens der Druck ist schon da und wir müssen zusammenarbeiten, dass man all diesen Druck irgendwie nicht in die Kabine tief reinsenkt, weil für uns ist wir haben auch dieses Wochenende war wirklich, ich glaube, sind wir noch tiefer gefahren. Das Wochenende vor gegen Krefeld war ein sehr gutes Spiel. Leider hat die Ergebnis nicht geklappt und da sind wir kämpfen jetzt, um wieder diese 3 Punkte zu holen und dass wir wieder auch eine andere Stimmung in der Kabine haben. Am nächsten Wochenende geht es für 2 schwere Auswärtsspiele nach Bayern. Ob da die negative Serie endet, ist sehr, sehr fraglich.